Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Und heute das Spiel Kroatien gegen Schottland. Jawohl. Heute nur zwei Spiele. Es kommt heute noch. Muss ich jetzt gerade gucken. Tschechien gegen England. Kommt noch. Natürlich auch Orakel. So. Dann würde ich sagen, wir starten direkt mal in die erste Halbzeit und los geht's. So. Also mein Tipp ist ein 2 zu 0 für Kroatien. Mal gespannt, was ihr tippt. So, ich hoffe, dass diesmal kein 0-0 ist. Im Orakel, dann drehe ich durch. So, wir haben Dänemark als Jubelsticker. Dann haben wir hier die Slowakei mit Skriniar. Dann haben wir hier Ungarn mit Soloi. Dann haben wir Nordmazedonien mit Beitulay. Dann haben wir hier die Türkei. Verdient ausgeschieden, würde ich mal sagen, mit so einer Leistung. Tut mir zwar leid für die Türken. Aber wenn man dreimal so spielt, dann ja. So, wir haben hier Finnland mit Pukki. Und hier Spanien mit Koke. Dann haben wir die Österreicher mit Ilzanka. Dann haben wir hier Russland mit Ionov. Dann haben wir hier noch Wales mit Gunther, Gunther, was für ein Name für ein Waliser. Und das war die erste Halbzeit. Ich hoffe nicht, dass es hier wieder 0-0 ausgeht. Dann drehe ich am Appel. Tut mir echt leid für gestern, dass nur 0-0 kam im Orakels, in den Orakels. Aber ich kann ja hier nicht in die Tüten reingucken. Hier so geht nicht. Ja. Da würde ich sagen, geht's los mit der zweiten Halbzeit. So. Auf. So. Bitte, bitte, bitte. Bitte ein Kroate oder ein Schotten. Bitte. Ach komm. Hier haben wir die Polen mit Robert Lewandowski und Zielinski. Dann haben wir hier schon wieder einen Waliser. Roberts. Dann haben wir hier einen Deutschen, Gnabry. Und na endlich ein Schotte, Forrest mit dem 1 zu 0 für die Schotten. Na endlich. Und dann haben wir noch einen Türken hier, Tosun. Ja, brauchen wir nicht. Und der letzte das letzte Stickertütchen hier in diesem Orakel. So, wir haben hier Finnland. Dann haben wir England mit Trippier. Dann noch ein Engländer mit Kode oder ach, keine Ahnung. Dann haben wir Niederlande, Van Dijk. Und dann haben wir hier Russland mit Gaczynski. Ja. Und das heißt, dass hier die Schotten gewinnen. Also, das Orakel sagt, dass Schottland gewinnt 1 zu 0. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so eintrifft. Wenn ja, war es ein gutes Orakel. Und wenn nicht, also ich denke, dass Kroatien gewinnt 1-2-0. Ja, da würde ich sagen. Bis zum nächsten Orakel und auf Wiedersehen.